Ja Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Heute will ich mal ein bisschen einen Vlog zu machen. Ich nehme euch mal heute einfach mal mit, was ich heute so mache. Ich habe nämlich heute ein paar Sachen vor. Ich muss noch Weihnachtsgeschenk für meinen Papa muss ich eins besorgen. Dann muss ich, weil heute Abend spielen wir, habe ich auf Instagram angekündigt, heute Abend spielen wir Lasertag und da muss ich noch meine Mitgliedskarte vom Kumpel, der hat die aus Versehen letztens mit eingesteckt, als wir spielen waren, die muss ich mir da abholen. Und noch eine Sache, ich habe mir nämlich hier, könnt ihr sehen, Kopfhörer geholt von Bose, keine Produktplatzierung an dieser Stelle. Und irgendwie, die sind jetzt, wie alt sind die, in ein, zwei Wochen. Und die haben hier schon einen Wackelkontakt. Keine Ahnung, die werde ich bei Saturn zurückgeben nachher. Auf jeden Fall nehme ich euch heute mit. Leute, ich bin jetzt unterwegs und vierter Gang. Da ist jetzt noch eine Sache dazugekommen. Mir ist gerade eingefallen, es ist heute Samstag, 23. vor Weihnachten. Es wird also ein Höllenspaß bei Saturn die ganze Kacke umzutauschen. Aber davon lasse ich mich nicht abbringen, deswegen mache ich das trotzdem, juckt mich nicht. Plus, ich hole noch einen Kumpel ab, mit dem ich heute Lasertag spielen gehe. Den treffe ich bei Saturn, den nehme ich dann mit. Ja. So, ich bin jetzt hier gerade bei Rossmann in Werther. Ich muss mir nur ein Papa Weihnachtsgeschenk besorgen. Deswegen sehe ich mal zu, dass ich. Diese Parkplätze sind alle komplett voll gewesen. Alle cool. Dann muss ich mir einen anderen Parkplatz suchen. So, ich habe meinem Papa jetzt gerade Duschzeug geholt. Wenn man nicht weiß, was man dem Vater schenken soll. Duschzeug ist am Start. Kommt aber noch was dazu, was ich ihm schenke. Das wäre das. Mein Autoschlüssel habe ich. Ja. So, jetzt geht's weiter nach Bielefeld. Oh, nach Bielefeld. Ich hoffe, das ist nicht so voll. Egal, werden wir sehen. So, ich bin jetzt gerade in Bielefeld angekommen. Ich habe noch einen Parkplatz hier sogar bekommen. Wie ihr seht. Ich dachte, das Parkhaus wäre voll, aber ist gar nicht so voll. Naja, mal gucken. Ich bin jetzt in der Stadt. Hier ist die Hölle los. Ich komme mir richtig komisch vor, weil ich gerade mit mir selber rede. Ich gucke mir 100.000 Leute mindestens an. Ist mir scheißegal. Ich gehe jetzt zu Saturn rein und hoffe, dass ich das Teil umtauschen werde. Leute, long story short, ich wurde gerade von den Sicherheitstypen bei Saturn, wurde ich gerade dazu gezwungen, sag ich mal, die Aufnahmen, die ich da drinnen gemacht habe, zu löschen. Ich weiß nicht, was der gegen mich hatte, ob der denkt, ich spioniere da alles aus oder so. Ich erkläre euch das gleich nochmal. Box! Ich stehe da in Sushi. Da ruft er mich an, ist am falschen Eingang. Ja. Also, gesehen. Was ist das? Hässliche Cap, die du auf. Ja, ich hab nicht deine Cap, Bruder. Jo! Direkt, Bruder. Warte. Ich bin easy am Vlog drehen. Gerade? Ja. Jetzt hat er eine coole Cap. Was geht, Leute? Leute, die Cap. Warte. Oh, was hattest du denn vorher für eine Cap? Warum ist die so schlecht? Blackout. Eine Blackout Cap. Hey, das ist gerne Hate. Okay. Also, ich warte jetzt schon eine halbe Stunde auf dich, ne? Ich chill da, Penner hat mich schon angequatscht, wie ich da war.
Okay. Was? Ob ich einen Euro hab. Ja, meine Schwester muss noch zur Arbeit, die hat einfach 3 Jahre gebraucht. Alles klar. Und wir fahren, jetzt nach Hause, chillen und dann geht's zum Lasertag. Also Leute, ich habe ja eben angesprochen, dass ich bei Saturn von der Security gezwungen wurde, die Videos rauszulöschen, die ich da quasi aufgenommen habe. Und also ich fand das Ganze so ein bisschen lächerlich. Ich kann euch sagen, was ich aufgenommen habe. Ich habe aufgenommen, wie ich in den Laden reingegangen bin. Also ich habe quasi vorne oben den Ladeneingang quasi einmal kurz gefilmt. Und dann habe ich im Laden kurz einmal gefilmt, wie ich an dem, als kurze Aufnahme wollte ich das nehmen, wie ich quasi an der Seite an den Regalen einmal kurz so vorbeilaufe. Da war keine Person zu sehen, niemand. Dann war ich ja da, meine Kamera umtauschen, auf einmal kommt da irgendjemand von hinten so, quatscht mich da an, Security, sagt dann so, ey, Video löschen. Und ja, ich dachte erstmal so, okay, ja, ist okay. Dann habe ich das Video im Laden da gelöscht. Dann habe ich gesagt so, ja, das andere ist nur vom Eingang gefilmt, da ist nichts im Laden oder so. Und dann sagt er mir, ja, das ist nicht erlaubt, muss auch löschen, das darf ich nicht benutzen und so. Ich meine, dass ich das aus dem Videomaterial aus dem Laden löschen musste, kann ich ja verstehen. Aber das Videomaterial, was vor Saturn aufgenommen wurde, das Einzige, was ich da aufgenommen habe, ich würde es euch ja jetzt gerne zeigen, aber ich muss das löschen, er hat sogar nachgeguckt, dass ich das lösche. Ich habe quasi gefilmt, wie ich da zu Saturn hinlaufe und dann so nach oben hochgefilmt und diesen Eingang da kurz einmal, das Saturn, was da steht, Saturn, und das habe ich gefilmt. Das muss ich auch löschen. Kann ich nicht verstehen. Ich bin ein bisschen genervt deswegen. Und ja, ich werde jetzt einfach mal diesen Laden einfach mal jetzt meiden, sage ich mal so. Also in der Stadt, in Bielefeld, den Saturn-Laden meide ich jetzt. Ja, Max? Gleich Lasertag? Lasertag! Gleich geht's zum Lasertag, Leute. Wir bereiten uns gerade vor. Das Kamera-Equipment. Mega geil. Ich habe eben die GoPro genommen und habe da das Mikro dran gemacht. Und so in diese Clips-Halterung hier, die mache ich mir dann quasi an die Weste dran, dass ich diese Perspektive zum Film habe. Dann habe ich hier das Mikro, das gut aufnehmen, hoffentlich. Ja, Ersatzakkus nehme ich mit und so. Mal schauen. Hi. Was geht? Wir sind im Auto unterwegs. In Bielefeld. In Bielefeld. Wir machen die zur Lasertag Laserzone. Wir machen die den Ostwestheim damit unsicher. Ja, wir fahren jetzt auf den Ossi. Auf den Ossi. Auf den Ossi Richtung. Richtung Laserzone. Laserzone. Man beachtet diesen wunderschönen, wie heißt das nochmal? Dieser Baum. Der Baum. Ich weiß einfach nicht, wie das heißt. Versuch mal steady zu halten, da machen wir eine Zeitrafferaufnahme mit rein. Also stabil zu halten, ohne zu wackeln, aber kann ich da auch von der Zeitrafferaufnahme mit. Okay. So Leute, wir sind angekommen. Bei Laser Zone Bielefeld. Oh, stehen bleiben, oder? Ja, können wir bleiben. Angekommen. Man sieht Marco nicht. Ich bin dunkel. Hallo. Ach, jetzt geht's. Das Lasertag spielen, Leute. Geil. Blaues Team rechts. Blaues Team. Was? Wo blaues Team? Kriegt ihr da nicht mit rein? Ja, ey, blaues Team ist schon weg, Leute. Vector.
So, erste Runde vorbei. Anstrengend. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Maxi, dann würde ich sagen, Maxi war bei Instagram. Sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Tschüssi. Hey du Hurensohn. Hey! Du Pimpelke! Was ist denn dann? Man sieht gar nichts. Ich hab einen Kartoffelbrei. Was geht? Meckes! Vierer Chicken Nuggets! Ja, Bruder! Was?